Ihre Reaktion, Fehlanzeige, stimmt offensichtlich alles nicht, was da gefordert wird aus der Breite der Gesellschaft, nur aus der FDP. Aus der Ampel hört man ein leichtes Wimmern aktuell. Finanzminister Lindner klagt ja, dass es keine Mehrheit dafür gäbe, die deutschen Kernkraftwerke mindestens in der Reserve zu halten. Doch es gibt diese Mehrheit. Es gibt eine Mehrheit dafür, die saubere, stabile und preisgünstige Kernkraft als Brückentechnologie weiter zu nutzen. Es gibt diese Mehrheit in der Bevölkerung, und es gibt sie auch in diesem Parlament. Und wir sollten diese Mehrheit nutzen. Aber um diese Mehrheit zu nutzen, müssen Sie dann jetzt, liebe FDP, auch mal an das Land denken und nicht an gut dotierte Posten. Deutschland braucht keinen Ausstieg aus der Kernenergie. Wir brauchen den Wiedereinstieg. Nächste Woche haben Sie die Gelegenheit dazu.